Die DDR war nicht grau. Die DDR war bunt für uns. Wenn es die Seelen dieser ach meiner geringsten Brüder verletzt, dass ihr dort nicht euer Protest benennt. Die sind im besten Sinne vorgeführt worden. Sie hatten keine Definitionshoheit. Die Kirche hatte dem Staat gestattet, bis hin in Sprache hinein die Dinge zu steuern. Hallo und herzlich willkommen bei Entschädigt, einem Podcast über DDR-Unrecht und Aufarbeitung. Mein Name ist Elena Demke und ich treffe in dieser Reihe Menschen, die im Gefängnis, Kinderheim oder in der Jugendpsychiatrie waren, die Stasi-Verfolgung oder amtliches Unrecht erlebten und die deshalb eine Entschädigung oder Ausgleichszahlung erhalten haben. Ich möchte wissen, was ihnen widerfahren ist, wie sie heute auf ihre Erfahrungen blicken und was Entschädigung für sie bedeutet. Folge 4: Versagen der evangelischen Kirche. Lothar Rochau über Einmischung und Aufarbeitung. Lothar Rochau ist heute deutscher Meister seiner Altersgruppe im Marathon. Und er hat auch besondere Ausdauer in Sachen Aufarbeitung bewiesen. Jahrzehntelang kämpfte er um ein Schuldbekenntnis der Institution, die ihn im Stich gelassen hatte, der evangelischen Kirche. Lothar Rochau wurde Ende der 1970er Jahre in Halle-Neustadt Jugenddiakon, so eine Art christlicher Sozialpädagoge. Hunderte junger Menschen kamen zu seinen Veranstaltungen der offenen Arbeit. Da gab es Diskussionen, Musik, Literatur, auch solche, die in der DDR verboten war. Der SED war das ein Dorn im Auge. Die PfarrerInnen vor Ort wollten Konfrontationen mit dem Staat vermeiden. Und was machte die Kirchenleitung? Sie stellte sich nicht vor Lothar Rochau. Er mahnte nicht zum Zusammenhalt aller gegen das Regime, unterstützte Rochau nicht, als der Staat schließlich zuschlug. Die Stasi hatte so und so schon lange ihre Finger im Spiel. Der Kirchenjurist und Personalchef der zuständigen Landeskirche war ein Offizier im besonderen Einsatz der Stadtsicherheit. Etliche IMs, inoffizielle Stasi-Mitarbeiter, waren beteiligt. Einer von ihnen, der Rechtsanwalt Wolfgang Schnur. All das war damals nicht bekannt, aber es lag auf der Hand, dass dem Jugenddiakon Gefahr drohte, wenn er aus dem kirchlichen Arbeitsverhältnis entlassen wird. Und genauso war offensichtlich, dass er später Unterstützung gebraucht hätte im Gefängnis, nach der Abschiebung in den Westen und nach seiner Rückkehr in die DDR. Die aber blieb aus. Lothar Rochau erzählt im Interview von den Folgen dieses kirchlichen Versagens und davon, warum er hohe Risiken auf sich genommen und was ihn zu seiner Arbeit inspiriert hat. Er liest ein Stück aus dem Entschuldigungsschreiben seiner Landeskirche vor, das er schließlich im Jahr 2023 erhielt. Und er berichtet, wofür er einen Teil der finanziellen Ausgleichszahlung gestiftet hat. Zuerst einmal möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem Interview nach Halle, lieber Herr Rochau. Sie sind rehabilitierter politischer Häftling und Sie sind Empfänger einer Anerkennungsleistung für Unrecht, das Ihnen widerfahren ist, auch von der evangelischen Kirche. Korrekt. Und diese Form der Anerkennung haben nur ganz wenige Menschen bekommen, obwohl viel mehr Menschen auch so ein Unrecht erlebt haben. Und deshalb freue ich mich, dass wir anhand Ihrer Geschichte auch diese Art von Unrecht thematisieren können. Sie haben uns verschiedene Dokumente angeguckt. Das eine ist ein Brief des Landesbischofs der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Bischof Friedrich Kramer, vom 22. August 2023. Ziemlich frisch. Ziemlich frisch. Und darin schreibt der Bischof: Ich danke Ihnen mit diesem Brief und das in mehrfacher Hinsicht für Ihren Dienst vor vielen Jahrzehnten in der offenen Arbeit in Halle-Neustadt zuerst, aber auch für den Abschluss der Vereinbarung mit uns als Landeskirche und den Weg, den Sie dazu mit uns gegangen sind. Wir wünschen uns allen, dass so Versöhnung möglich wird. Trotz der harten Auseinandersetzung mit Ihrer Kirche und den Enttäuschungen,
die vor allem im fehlenden Mut der Brüder und Schwestern angesichts der staatlichen Intrigen und Gewalt begründet waren, haben sie nicht aufgegeben. Inzwischen konnten die Leitungsgremien unserer Kirche selbstkritisch feststellen, dass durch kirchliches Handeln Mitarbeiter verletzt wurden und dass ihre Kündigung Ausdruck eines Versagens kirchlicher Leitungsverantwortung war. Die Schwierigkeiten, die sie hatten, um wieder in eine kirchliche Anstellung zu kommen, gehört zur Schuldgeschichte unserer Kirche. Landesbischof Friedrich Kramer. Die Frage, welche Verantwortung trägt wer auf welcher Ebene, hat mich die ganzen Jahre nicht losgelassen. Angefangen habe ich im Jahr 1977 in der großen Neubaugemeinde Halle Neustadt. Halle Neustadt hatte damals rund 80.000, 85.000 Einwohner. Das ging dann hoch bis auf 96.000 und hatte ein Durchschnittsalter von rund 30 Jahren. Also eine sehr junge Stadt, die damals sogenannte Modellstadt für den neuen sozialistischen Menschen und seine Heimstadt werden sollte. Und in dieser Stadt begann ich 1977 meinen Dienst als Diakon für offene Arbeit. Denn die offene Arbeit war das, was ich unbedingt machen wollte. Denn diese offene Arbeit hatte immer zum Ziel, die vielen jungen Leute, die oft hoch motiviert waren, etwas zu gestalten, etwas zu verändern, zu gewinnen und diese offene Arbeit nicht als ein abgeschirmtes Reservat zu betrachten, sondern als ein Ort des Mündigwerdens gegen die Dogmen, die ein vormundschaftlicher Staat insbesondere gegen junge Leute vorhielt. Das war unser erklärtes Ziel, festgemacht an zwei Begrifflichkeiten, mischt euch ein und zweite Sache, ihr seid etwas ganz Besonderes. Ihr seid keine Kopien, ihr seid Originale. Ihr seid was Besonderes und diese Besonderheit ist euch geschenkt worden. Und lasst uns gemeinsam die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Das war das erklärte Ziel in der offenen Arbeit. Und natürlich etwas, deshalb offene Arbeit, den Ortslosen einen Ort zu geben. Denjenigen jungen Leuten, die auf der Suche waren nach sich selbst und nach dem, was wichtig ist für das eigene Leben, sich nicht von irgendwelchen Autoritäten das bringen zu lassen, sondern selber zu entwickeln. Viele der jungen Leute, weitaus überwiegend, hatten mit Kirche und Gemeinde und Glauben und Bibel ja nichts zu tun. Ich kam aus ganz anderen Bezügen. Mir war immer wichtig, deutlich zu machen, dass es etwas zwischen Himmel und Erde gibt, das wahr ist, über das der Mensch aber nicht verfügen kann. Dieser unbedingte Glaube an etwas, denn dieser Glaube an etwas versetzt Berge. Und davon war ich überzeugt. Es gab ja in der DDR diesen Glaubenssatz, in Anführungsstriche, der hieß, du kannst doch eh nichts ändern. Und genau dagegen setzte ich, wir können alles ändern, wenn wir wollen und wenn an der Stelle wir auch einen Glauben haben. Und das war mir wichtig, dass junge Leute sagen, weil ich ja merkte, sie waren in einer Art transzendenten Obdachlosigkeit, also eine Art ohne Himmel. Und der Mensch ohne Himmel ist ein gefallenes Wesen. Sie haben mir vorhin gesagt, dass Sie eigentlich gerne Pfarrer geworden wären. Ja. Und wenn ich Ihnen zuhöre, kann ich mir das vorstellen, Sie predigen zu hören in der Kirche. Ich bin in einem atheistischen Elternhaus groß geworden. Mein Vater war beim Rat des Kreises als leitender Mitarbeiter und natürlich auch SED-Partei-Gruppensekretär in Weißensee-Thüringen. Das ist das kleine Städtchen bei Erfurt, wo Oskar Prüsowitz, dieser Pfarrer, der sich 1976 mit vollen Talar in Zeitz mit Benzin übergossen hat und aus Protest gegen die Vereinnahmung der Jugend angezündet und verbrannt hat. 4 Tage später ist er seinen Verletzungen erlegen. Ich bin dort aufgewachsen und dann bin ich nach Neinstedt gekommen nach meiner Armeezeit, habe dort mit Behinderten gearbeitet und dann kriegte ich mit, dass dort eine Diakonausbildungsstätte ist. Das war irgendwo auch folgerichtig für mich, weil ich hatte dann ja den Bruch mit dem Elternhaus. Der war ja spätestens nach meiner Armeezeit. Man hatte sich vorher angedeutet, ich hatte mit 17 Jahren dann relativ lange Haare, ja, was so ein Kennzeichen war,
von Opposition. Und es war natürlich ein Grauen für meinen Vater. Und wir lasen viel. Wolfgang Borchardt, Hermann Hesse, Erich Fromm. Das waren so wichtige Leute für uns. Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant versuchten wir uns, was nicht einfach war. So diese Literatur war so ganz wichtig, weil sie uns auch ein Stückchen etwas bot, was dieser Staat eben nicht bot. So das Denken, das Philosophieren über das, was wichtig ist im Leben. Die Wahrheit wird euch frei machen. Eines dieser berühmten Zitate aus dem Johannesevangelium. Und das wollte ich natürlich auch jungen Leuten verkünden. Und da ich selber über einen spannenden Weg, über die Armeezeit ausgerechnet, zum christlichen Glauben gefunden habe, war mir das wichtig, dass dieser Glaube, der mir so viel gebracht hat, Philosophien, die Bibel, die ich so spannend fand, das Neue Testament, was nützt es dem Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden an seiner Seele nimmt? Solche wunderbaren Sätze, die waren etwas, was mir ganz viel Mut gemacht hat für ein Leben in Protest in dieser DDR. Und das wollte ich natürlich auch jungen Leuten vermitteln, obwohl das natürlich meine kirchenleitenden Leute nicht unbedingt so gesehen haben. Das ist ja sowieso spannend, dass wir uns hier unterhalten, weil mein Vater selber in der Kirchenleitung gearbeitet hat und Sie sich auch begegnet sind. Ja, aber er hatte natürlich dann Verantwortung. Mhm. Ich saß ja im Gefängnis, wo er Bischof wurde. Stimmt. Ja? Ja. Also wo ich inhaftiert war 1983, da ist er gerade Bischof geworden, dieser Landeskirche. Ja. Erstmal zur offenen Arbeit, oder? Ja. Es waren Lehrlinge hauptsächlich, es waren einige wenige Oberschüler, es waren relativ wenig Studentinnen und Studenten. Die hätten ja Probleme gekriegt. Ich war ja dann ein rotes Tuch, es kamen einige, aber es waren hauptsächlich junge Arbeiter. Und wie haben die Sie gefunden? Ich bin im Frühherbst 1977 nach Halle-Neustadt gekommen und sollte dort Besuchsprogramm mitmachen. Durch die Hochhausblöcke bis 12. Etage gehen und so ein bisschen Missionen treiben. Schönen guten Tag, mein Name ist Lothar Rochau. Möchten Sie einen Besuch von der evangelischen Kirche? Können Sie sich ja vorstellen, in so einem Hochhaus, wo in dieser Stadt vielleicht noch 15% Christen waren. Können Sie sich ja vorstellen, wie ich da empfangen worden bin. Und das war nicht mein Ding, dann bin ich durch die Jugendkneipen gezogen und durch die Gaststätten. Jugendkneipen? Ja. Es gab so eine Art Diskotheken, das waren so, wo junge Leute sich trafen. Gastro hieß das zum Beispiel eine. Also nach heutigen Maßstäben waren das irgendwelche wie Bahnhofsgaststätten oder so. Und da bin ich hinten in diese Kneipen, hab einfach mit den Leuten gesprochen und hab gesagt, Mensch, hinten am Kirchteich in Halle-Neustadt, da habe ich jetzt angefangen. Und wenn ihr Lust habt, kommt da einfach mal vorbei. Wir können noch Musik hören, wir können Musik machen, wir können Gedichte lesen, was eben einfach interessant ist. Innerhalb von einem Vierteljahr waren schon wöchentlich im Durchschnitt zwischen 100 bis 200 Leute da. Das war natürlich eine enorme Herausforderung. Wie sieht denn so ein Alltag aus? Es gab klare Wochenstruktur. Montags war der große Vorbereitungskreis. Es waren nur ungefähr 20 junge Leute, die im Vorbereitungskreis mit mir zusammen Sachen organisiert hatten, vorbereitet hatten. Zum Beispiel große Jugendtreffen, Werkstatttreffen, Jugendgottesdienste, Wanderung, Feriengestaltung. Also die unterschiedlichsten Sachen, die es gab. Und dienstags war der große Themenabend. Da bereitete ich oder irgendeiner der engagierten jungen Leute etwas vor. Es waren noch Leute dabei, die waren damals teilweise älter als ich. Also ich war, wo ich angefangen habe, 1977, 24 Jahre alt. Dann hatten wir sonntags Lesebühne, wo Leute ihre eigenen Texte vorlasen, beziehungsweise wir auch mal zusammen Archipel Gulag von Solzhenitsyn gelesen haben oder wo dann Rudolf Barrow oder solche Sachen gelesen haben. Da muss man dazu sagen, ne, die Bücher, die Sie jetzt erwähnen, waren ja in der DDR verboten. Die waren in der DDR verboten, aber ich war der Überzeugung, nachdem ich sie selber gelesen hatte und mit meinen engsten Mitarbeitern diskutierte, weil ich gesagt habe, das können wir auch in der Lesebühne lesen. Oder denken Sie mal an so ein Buch wie Orwell 84, der Klassiker damals, den haben wir 6 Wochen im Winterhalbjahr 1980, 81, haben wir das zusammen mit 30 Leuten jeden Sonntagabend bei mir in der Wohnstube, um das mal sich vorzustellen. Da saßen die alle auf dem Erdboden, es gab Tee. Und dann habe ich das Buch gelesen oder jemand anders, immer 2, 3 Kapitel. Und dann kam natürlich eine spannende Diskussion. Dann gab es den offenen Abend, den Musikabend, da wurde Blues gemacht, selber, beziehungsweise auch gespielt. Dann gab es einen Abend, wo man sich um Glaubensfragen, Leute, die sich konfirmieren oder taufen lassen wollten, da habe ich angeboten, ich sag's mal, Erwachsenen,
Taufunterricht zu machen. Das war ganz spannend. Das waren also 3 bis 5 junge Leute immer. Die waren interessiert, einfach besonders interessiert an Glaubensfragen. Parallel dazu natürlich immer der Versuch, sich auch einzumischen. Wenn zum Beispiel irgendwelche neuen Sachen in Halle Neustadt, wenn Diskussionen waren, ob es eine Jugenddisco geben kann, dann haben wir versucht, mit der FDJ ins Gespräch zu kommen, was natürlich meistens schief ging. Die wollten nicht mit uns reden. Dann erlebten wir immer stärker die Umweltbelastung im Raum Halle Leipzig, was ja unerträglich war. Man kann sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen, wie Halle aussah. Wenn man 100 Meter vor der Saale stand, dann konnte man kaum den Geruch aushalten. Es schwamm riesen Schaumkronen auf der Saale her. Die Saale war eigentlich ökologisch tot. Und das waren natürlich Herausforderungen, die uns beschäftigten. Und natürlich immer wieder auch die Frage, warum kann ich nicht zu Woodstock? Warum kann ich nicht in den Staaten zu Konzert? Warum kann ich nicht nach Frankreich? Ja, so diese Fragen nach den Menschenrechten. Was ist freie Meinungsäußerung? Was ist Reisefreiheit? Das waren natürlich immer Dinge, die wichtig waren. Genauso waren wichtig, dass ich so eine Art moderne Bibelarbeit mache. Also besondere Form, um an die Bibel näher ranzukommen. Versucht mir das so vorzustellen. Also Sie waren in diesen Jugendkneipen, haben gesagt, hey, ihr könnt da vorbeikommen. Da gibt es so verschiedene offener Abend und Lesebühne und so. Und das ist so das Praktische. Und dann das, was Sie vorhin sagten, mit dem, es gibt eine Wahrheit, das ist nicht die von den Menschen gemachte, die sehr philosophische. Ja. Wie drückt sich das aus im Miteinander? Also hat man miterlebt, dass dann in manchen Menschen was aufbrach? Ich war natürlich Impulsgeber. Mhm. Ich und gute Freundinnen und Freunde waren Impulsgeber. Ich habe mir mal einen Pfarrer geholt von der Markkirche, den Begrich. Das war ein ausgezeichneter Kenner von Nietzsche. Den habe ich mal zum Beispiel zum Themenabend. Gott ist tot. Mhm. Diese Herausforderung. Und das war natürlich so spannend in einer Stadt, die so normiert war wie Halle Neustadt, wo es kaum Möglichkeiten für junge Leute gab, für Kinder bis zum Alter so von 14 gab es einige, aber dann drüber hinaus war es ganz schwierig. Es war ja alles durchkontrolliert. Und da gab es mit einmal so eine kleine Insel, so einen kleinen Freiraum, wo man sich treffen konnte. Die wollten ja was. Mhm. Die wollten ja nicht nur konsumieren. Sie wollten ja selber ihre Dinge, was ihnen wichtig war, auf den Prüfstand stellen. Und wollten das auch diskutieren mit anderen. Hatten natürlich auch ihre Sorgen und Probleme und Nöte. Spezifische Halle Neustadt, Sorgen, Probleme, Nöte? Ja, die es überall gab. Denken Sie mal an das Stichwort Alkohol. Das war ja ein DDR-Brenner. Das gab es bei jungen Leuten, das gab es bei alten Leuten, das gab es in den Betrieben. Das war ja überall. Und Alkoholabhängigkeiten waren natürlich immer wieder auch ein Thema. Ja. Oder junge Leute, die aufgrund von den berühmt-berüchtigten Paragraphen 248, 49 asoziale Lebensweise im Gefängnis waren und dann rausgekommen sind oder in Jugendwerkhöfen waren und rausgekommen sind, mit denen ich dann zu tun hatte. Ich bin selber auch in Gefängnisse gefahren und habe dort junge Leute besucht im Gefängnis. Wie war dann Ihre Arbeit organisiert? Also wenn Sie zum Beispiel mitbekommen haben, dass es wichtig ist, sich den jungen Leuten zuzuwenden, die im Gefängnis sind oder im Jugendwerkhof? Ja, waren Sie Jugendwerkhof auch? Und Gefängnis, beides. Haben Sie dann einfach gesagt, ich mache das? Oder mussten Sie dann zu Ihrem Arbeitgeber gehen, zu der Kirchgemeinde und das mit den Pfarrern absprechen und sagen, Leute, ab sofort gehe ich auch ins Gefängnis? Wie war das? Na, ich selber habe das für mich entschieden. Mhm. Ich habe das für mich entschieden und habe dann natürlich mit meinem Vorbereitungskreis drüber gesprochen. Ich sagte ja, ich hatte ein tolles Team. Mhm. Und dann habe ich gefragt, wer kommt mit von euch? Mhm. Und dann sind wir zu zweit oder zu dritt ins Gefängnis und haben jemand aus unserer offenen Jugendgemeinde dort besucht. Und da habe ich nicht gefragt. Und entweder sind wir reingelassen worden als Sprecher oder sind nicht reingelassen worden. Sind natürlich auch nicht reingelassen worden. Und wenn die Leute dann natürlich entlassen waren, haben wir sie natürlich auch in unsere offene Arbeit wieder aufgenommen. Und gab es Anerkennung von den Pfarrern und der Pfarrerin? Weil das sind ja eigentlich auch wichtige Aufgaben. Anerkennung kann man das nicht sagen. Ich war von Anfang an in einer gewissen Auseinandersetzung. Weil ich will das mal so versuchen zu beschreiben. Es gab den fernen Nächsten und den nahen Nächsten. Und der ferne Nächste
waren zum Beispiel die Menschen, die in Nicaragua um ihre Freiheit kämpften. Oder das waren die Schwarzen in Südafrika, die um ihre Freiheit kämpften und gegen Apartheid. Und es waren die Menschen in Venezuela, die dort kämpften. Mhm. Und das war uns natürlich wichtig als Impuls. Aber genauso kämpften auch Menschen in der DDR, dass es ein Sozialismus ist, der von einer Funktionärsklique beherrscht wird, der die freie, mündige Persönlichkeit zwar auf dem Papier stehen hatte, aber nicht in der Praxis. Das hat uns natürlich wahnsinnig aufgeregt. Sie sprachen über den fernen Nächsten und den nahen Nächsten. Im Zusammenhang mit der Frage nach den Pfarrern und der Pfarrerin von der Gemeinde. Genau, und sie waren im Reisekater und besuchten natürlich über die Gossener Mission und über die Christliche Friedenskonferenz zwei staatsnahe Organisationen. Da stecken ja zwei Sachen drin. Das eine ist, dass es das gibt, dass dieses Engagement weiter weg und nicht vor der eigenen Haustür. Und das zweite ist, dass es ja ein Riesenprivileg war, in der DDR solche Reisen machen zu können. Genau. Und ich hatte natürlich damals die Sichtweise, dass erst dann solche Reisen gemacht werden, wenn alle DDR-Bürger reisen dürfen. Und Ihr übergeordnetes Team waren die Menschen, die in dieser Gemeinde arbeiteten? Genau. Ich hatte ja einen Dienstauftrag für Halle Neustadt, aber war angestellt vom Kirchenkreis in Halle. Und ich arbeitete dort in einem Team mit drei weiteren Pastoren, beziehungsweise dann Kirchenmusiker und Katechetin und so weiter. Mhm. Und da war ich als einziger Diakon und Sozialarbeiter praktisch in dieser Gemeinde. Und Ihre Dienstbesprechung hatten Sie dann mit diesen sechs Leuten zusammen? Die hatten wir mit den sechs Leuten zusammen. Und was mich natürlich ärgerte dann zunehmend, dass zum Beispiel, wenn es um unsere Werkstatttreffen ging, also die großen Treffen der offenen Arbeit, die im Jahr ein- oder zweimal stattfanden, dass dann natürlich auch immer der zuständige Mensch von Abteilung für Kirchenfragen aus dem staatlichen Bereich dazugeladen worden ist, für mich ein völliges Unding, weil man natürlich das gute Verhältnis zwischen Staat und Kirche nicht unbedingt gefährden wollte. Daran hingen ja auch einige Privilegien. Und das Zweite, was natürlich wichtig war, und die Gemeindeglieder, die dann aktiv in der Gemeinde waren, wollten natürlich keine Nachteile dadurch erleiden. Die arbeiteten in Buna, Leuna, in den Forschungslaboren, Chemiker, Physiker, Mathematiker etc. Und sie hatten natürlich schon so genügend Probleme mit der Gestaltung ihres Alltages. Und da drängte natürlich die Gemeinde auch zu einem guten, positiven Verhältnis zwischen Staat und Kirche. Also Sie stecken in einem Team mit zwei Pfarrern, einer Pfarrerin und noch zwei anderen. Sitzt man jede Woche einmal zusammen? Da sitzt man einmal zusammen, das war meist dienstags, gab es eine große Dienstberatung. Und dann gab es dann immer so Ärger, sag mal Lothar, du hast schon wieder George Orwell gelesen. Das wurde zunehmend stärker, weil natürlich sich die staatlichen Stellen zunehmend einmischten, was der Rochauplan schon wieder ein Werkstatttreffen. Der will die Bettina Wegner einladen oder andere kritische Leute. Das ist doch keine kirchliche Arbeit. Das ist Arbeit gegen unseren sozialistischen Staat. Und wie war dann die Atmosphäre in diesem kleinen Team untereinander? War das so nach dem Motto, Mensch Lothar, siehst doch mal ein, es gibt zu viel Ärger? Oder war das so richtig? Das war am Anfang auf dieser kollegialen Ebene. Später wurde es zunehmend härter untereinander. Wir verlangen von dir, diese Veranstaltung abzusetzen. Ich werde die Veranstaltung durchziehen. Meine Haltung. Ja. Und ich war ja formal angestellt beim Kirchenkreis. Der war also größer. Der Kirchenkreis ist ja das Übergeordnete. Und der umfasste auch die Gemeinde Halle Neustadt mit. Ja. Wobei die Halle Neustädter Gemeinde sich immer versuchte abzuheben von dem Kirchenkreis. Nach dem Motto, naja, wir wissen als Christen besser was, wie man in diesem Staat zu leben hat. Das war so dieser Eindruck, wir müssen enger mit den staatlichen Stellen zusammenarbeiten, damit wir auch ein positiv gestaltetes Christentum unter sozialistischer Flagge haben. Sonntag waren Sie dann immer in der Kirche und dann war diese ganze Anspannung in der Kirche? Nein, wir hatten unsere eigenen Gottesdienste. Ich hatte zum Beispiel jeden Freitagabend
bevor der große offene Abend losging, wo jeder kommen konnte und gehen konnte, wann er wollte. Ich bin manchmal nachts zum Dreier heimgegangen. Da hatte ich vorher immer eine Andacht gemacht in der Kirche. Oder mal einer aus der Gruppe, der einfach mal einen interessanten biblischen Text einfach auch mal vorgelesen hat. Und dann einige Sätze dazu gesagt hat, wie er das empfindet. Und das war uns wichtiger, weil mit den Gottesdiensten, so wie sie waren, konnten wir nur punktuell was anfangen. Man wollte sich immer auch ein Stückchen abheben und nah am Menschen im Sozialismus sein. Und natürlich wollten wir, oder ich persönlich, auch nah am Menschen sein im Sozialismus. Aber ich wollte natürlich mich mit ihm auf die Suche machen nach einem besseren Sozialismus. Ein Sozialismus, der etwas mit Menschenrechte, mit Freiheit zu tun hatte, der etwas zu tun hatte mit Möglichkeiten, das Leben selbstbestimmt zu gestalten, auch die Verantwortung dafür zu übernehmen und übernehmen zu müssen. Er hat dieses Einmischungsprinzip und sich nicht vorschreiben zu lassen, wer und wann mir etwas sagt, was irgendwo ich zu tun habe. Da gab es schon genügend andere Sachen. In der Lehre, im Studium, auf der Arbeitsstelle gab es genügend Leute, die mir was zu sagen hatten. Die sogenannten Autoritäten. Und da suchten diese jungen Leute genau ihre eigene Individualität. Und das suchten sie über ihre Musik, ihre Gedichte, ihre Veranstaltungen, die sie zusammen organisierten. Und vor allen Dingen immer wieder die Gemeinschaft. Von wann bis wann waren Sie? Ich war von 1977. Bis 1983. Im Juni 83 bin ich verhaftet worden, bin aber schon ein Dreivierteljahr vorher entlassen worden aus der kirchlichen Arbeit und sollte in den Fortbildungsbereich gehen, was dann nicht geklappt hat, weil man nicht bereit war, mich zu nehmen. Und ich würde trotzdem noch mal fragen zu dem Anfang. Als Sie dahin kamen, waren Sie 24 Jahre alt. 24 Jahre alt. In der Diktatur aufgewachsen. Sohn von einem Mitarbeiter des Rates des Kreises, also SED-Mitglied und Funktionär. Ja. Und das, was Sie eben beschrieben haben, diese Entschlossenheit zur Mündigkeit und zur Individualität, das haben Sie ja selber gelebt. Und Sie wollten es vermitteln oder einen Raum anbieten für die jungen Leute, das für sich auch zu suchen. Genau. War Ihnen das klar mit 24, als Sie da hingingen, das mache ich oder entstand das langsam? Nein, das war mir klar. Ich gehe dorthin und mache offene Arbeit, weil ich war begeistert, ich war überzeugt von der Arbeit von Walter Schilling und der sogenannten thüringischen offenen Arbeit. Die habe ich doch selber erlebt ab dem 21. Lebensjahr. Das fand ich spannend, wie man in der DDR auch Nischen finden konnte. Die DDR war nicht grau, die DDR war bunt für uns. Wir hatten ständig neue Leute kennengelernt, die trampten, die irgendwo die Ideen weiterbrachten, die Geschichten erzählten, die auch irgendwo was ganz Besonderes waren. Und diese Geschichten von Leuten in der DDR, in diesem geschlossenen Land, die waren ganz wichtig für uns, weiter zu erzählen. Und dann saßen wir am Lagerfeuer und diskutierten bis nachts um fünf über eine bessere DDR. Und diskutierten über das, dass das Leben in der DDR Sinn hat, aber dass man sich einmischen muss, dass nichts von alleine passiert. Und dass man dafür auch vielleicht, es war ja ein kirchlicher Raum, dass man da vielleicht auch ein Stückchen Kreuzesnachfolge, was man nicht so genannt hatten, dass man vielleicht auch die Schläge und die Prügel dafür abkriegt. Wie haben Sie damals die Schläge und die Prügel genannt? Also na, das war damals für uns einfach so diese ganzen Sachen, die von staatlichen Stellen immer wieder Strafen, dann diese ganzen Einschränkungen, dann waren Sachen, junge Leute, die inhaftiert worden sind wegen 249, asoziale Lebensweise, ja, nur weil sie irgendwo ihren Urlaub verlängert hatten oder andere Sachen, ja. Also, und wir erlebten, wie junge Leute kaputt gingen, ja, oder sich das Leben nahmen, ja, oder andere Dinge. Das war das, was irgendwie auch unheimlich wehtat, der Mut dieser jungen Leute. Denn die mussten ja auf Arbeitsstelle nach Buna-Leuna fahren und mussten sich dort anhören. Ich war ja kirchlicher Mitarbeiter. Mir ging es doch gut, Anführungsstriche. Dann irgendwann änderte sich das Gefühl, dass Sie es, wie haben Sie gesagt, gut hatten. Ich war ja Mitarbeiter der Kirche. Ja. Das kam so Stück für Stück, oder? Es gab ein besonderes Ereignis. Das war das Werkstatttreffen im Oktober 1979.
Und zu dem Werkstatttreffen hatten wir zwei Künstler eingeladen. Eine Künstlerin, Bettina Wegner, die damals gerade ihr berühmtes Lied Kinder komponiert hatte und vorgetragen hatte. Der Schlussvers lautet: Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Menschen ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Und dann war ich der Überzeugung, dass man so einer Künstlerin ein Podium geben muss. Und dann hatten wir dann das Problem, dass sich natürlich der Staat extrem eingemischt hat. Genau. Und gesagt hat, diese Veranstaltung darf nicht stattfinden. Das ist keine religiöse Veranstaltung, wo ich immer der Überzeugung bin. Kirchliche Veranstaltungen sind die Veranstaltungen, die ich auch als religiös betrachte. Und Religion war für mich immer das, was dich unbedingt etwas angeht. Und ich wollte mir doch nicht vorschreiben lassen, dass wenn ich die Bibel vorlese, dass nur das Religion ist. Nein, Religion waren die Dinge, die ich gerade sagte, wenn zum Beispiel junge Leute eigene Gedichte über ihr Leben schrieben und dort die Sinnfrage ansprachen. Aber es gab natürlich eine ganz, ganz große Zahl, auch von Menschen in der Kirche, Kirchenmitglieder, Christen und auch hauptamtliche Christen bis hin zum Bischof, die diese Dinge zumindest ambivalent sahen. So nach dem Motto: Bruder Rochau, warum geben Sie dem christlichen Wort nicht mehr Raum? Und das kulminierte im Zusammenhang mit der Werkstatt. Ich sollte die Karikaturen entfernen und ich sollte Bettina Wegner absagen. Dienstags war immer große Dienstbereitung mit den Pfarrern. Und da war mit einmal der zuständige SED-Mensch für Kirchenfragen in dieser Dienstberatung. Den hatte der geschäftsführende Pfarrer eingeladen. Das wurde nicht abgesprochen mit dem Team. Das wurde nicht mit mir abgesprochen. Ich sollte dann mein Programm für die Werkstatt vorlegen. Die haben den Staat in ihre Dienstberatung geholt. Ja. Ich habe gefragt, was sucht denn dieser Herr Simon? Später stellte sich heraus, er war auch gleich IM, hatte gleich hinterher die Berichte dann gemacht. Sollte ich das Programm erläutern, was im kirchlichen Raum, in diesem geschlossenen Kirchengrundstück stattfindet? Wie viele Menschen kamen zu so einem Werkstatttreffen? Das fing an mit ungefähr 400 und am Ende waren es so 800. Und dann hatten Sie ein Gesprächs-, Diskussionskreis, noch einen engeren Kreis mit Freunden gegründet. Wir hatten den getarnt als religionsphilosophischen Kreis, wobei die Religionsphilosophie spielt immer eine Rolle bei mir. Und hatten dann natürlich uns mit den aktuellen Situationen in der DDR beschäftigt. Wir merkten einfach, wie dieser Widerspruch zwischen der Agitation und Propaganda des SED-Staates und der realen Lebenswirklichkeit immer größer wurde. Und diese Verlogenheiten, die regten diese fünf Leute so auf, wo ich einer war. Da war ein geistig auch sehr aktiver Schlosser dabei. Dann war ein Ingenieur dabei. Der Schlosser war überzeugter Anarchist. Der Bauingenieur war ein überzeugter Kommunist. Der andere war Christ. Dann der Lothar Niederehe, das war der hochkarätige halbhauptamtliche Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, der Verräter in dieser Gruppe. Also Sie hatten Ihren Kreis, fünf junge Männer. Genau. Und das war jetzt nicht offen für alle, sondern das war schon klar, dass man das nicht so... Das war ein geschlossener Kreis. Wir wollten natürlich erst einmal die Grundlagen unseres Widerstandes besprechen. Wir hatten dann überlegt, solche Dinge, Flugblattaktionen anlässlich der Volkskammerwahl. Wir hatten dann überlegt, welche Aktionen, Befragungsaktionen in den Betrieben zu machen. Und solche Dinge. Also viele tolle Ideen. Ach, richtig Widerstand. Richtig Widerstand. Mhm. Was ich eingebracht habe, war absolut gewaltfrei. Und ich war auch derjenige, der für die Vernetzung zuständig war, DDR-weit. Und dazu war uns natürlich auch bewusst, dass wir da einen sehr schmalen Grat gehen. Die Konsequenzen, die haben wir natürlich auch lange miteinander diskutiert. Und die Stasi wusste, dass er die ganze Zeit... Und die Stasi hatte sogar dann in der Wohnung, wir trafen uns auch noch ausgerechnet, in der Wohnung von dem Spitzel. Und die hatten dort natürlich ihre Mikros. Die wussten also, alles. Die wussten wortwörtlich wussten die, was los ist. Und dann wurden zuerst zwei verhaftet. Genau, 81 im März wurde der Friedemann Rösel, der Marxist, und Gunter Breine, der Schlosser, die wurden verhaftet. Und die anderen drei wurden bewusst nicht verhaftet.
Die Stasi hat es natürlich der Kirche so verkauft: Guckt mal, wir könnten jederzeit, aber wir machen es nicht. Wir geben euch noch eine Chance, die Sache mit dem Rochau in Ordnung zu bringen. Und mit dem Rochau in Ordnung zu bringen, hieß, ihn rauszuschmeißen. Der eigentliche tiefere Grund war aber der sogenannte Quellenschutz. Man hatte ja ein IM und wenn man den hätte, man ja dann mitverhaften müssen. Das sähe ja dann komisch aus, wenn der Rochau und alle anderen verhaftet sind, nur der ist nicht verhaftet. Und das war natürlich dann einfach auch das Zeichen, wo man ja einen nächsten OV anlegte. Und dieser OV sagte natürlich, wir müssen hier einen ganz expliziten Zersetzungs- und Differenzierungsprozess einleiten. Und in dem Eröffnungsbericht steht der Satz, der R ist zu kriminalisieren. Wir leiten einen umfangreichen Differenzierungsprozess ein. Mit allen Mitteln ist dem Bischof deutlich zu machen und dem Oberkonsistorialrat Dr. Detlef Hammer und anderen Leuten deutlich zu machen, dass er untragbar ist für die Kirche. Und jetzt müssen wir dem Publikum erzählen, wer der Oberkonsistorialrat Hammer war. Ja, der Oberkonsistorialrat Dr. Detlef Hammer hat genau wie Wolfgang Schnur, der Rechtsanwalt und später auch hochkarätige IM, Jura studiert gehabt. Mit Förderung damals schon der Staatssicherheit. Und sind dann als Juristen, Schnur als freier Jurist mit dem Schwerpunkt Kirche und Hammer als Kirchenjurist ins Konsistorium nach Magdeburg gekommen. Das Konsistorium ist die Art Kirchenverwaltung mit der Spitze eines Bischofs. Da gibt es natürlich auch einen Kirchenjurist. Er war ja praktisch der Fachberater für die Entscheidung der Kirchenleitung und letztlich auch sogar der Synode des Kirchenparlamentes, des damaligen Kirchenparlamentes, Anführungsstriche. Er war Offizier im besonderen Einsatz im Range eines Majors. Das heißt, er hatte jetzt auch zwei Gehälter. Das Gehalt des Konsistorialrates, später Oberkonsistorialrat, und das Gehalt des Majors. Damals kannten Sie ja Ihre Akte natürlich noch nicht, Ihre Stasi-Akte. Hm. Sie erlebten, die beiden Freunde sind verhaftet. Was ist mit mir? Ich bekomme richtig Druck. Ich kriege jetzt richtig Druck. Am Ende waren es 105 inoffizielle Mitarbeiter, die irgendwann in mein Leben sich eingemischt haben. Über einen Auftrag des Ministeriums für Staatssicherheit. Hm. Wie viel Zeit verging dann zwischen der Verhaftung der Freunde und Ihrer Kündigung? Also ich arbeitete noch ein Jahr relativ normal, bis dann die Forderung kam des Staates, immer lauter. Der Rochau ist aus Halle-Neustadt zu entlassen und sich dieser Forderung der Bischof damals anschloss. Der Rochau ist von Halle-Neustadt zu versetzen. Und am Anfang hat er noch gesagt, nein. Später ist man dieser Forderung nachgekommen, weil auch der Druck von der Gemeinde in Halle-Neustadt immer größer wurde. Sie wollten nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Hat der Bischof da mit Ihnen geredet? Wir haben ein, zwei Mal miteinander gesprochen. Ich habe ihn dann auch geschrieben. Er hat mir geschrieben, längere Briefe. Ich habe ihm das erklärt, meine Motivation. Zumal er kannte ja die Arbeit etwas. Er hatte ja die Arbeit visitiert als Bischof und hat die Arbeit eigentlich gut empfunden. Ja. Und hatten Sie den Gedanken, okay, solange ich hier angestellt bin bei der Kirche, werden die mich nicht verhaften? Mit zunehmender, voranschreitender Zeit war ich nicht mehr der Überzeugung. Diese ganze Ambivalenz und Zwiespältigkeit, dieses nicht eindeutig hinter mir zu stehen, war ich aber nicht überzeugt, ob man nicht dem Staat klein beigibt. Ich war noch formal bis im März 1983 angestellt, aber ich durfte die Arbeit nicht mehr machen. Und dann habe ich gesagt, das entscheidet nicht ihr, das entscheide wieder ich. Ich mache die Arbeit, ich mache es aber nicht in der Kirche, sondern ich mache es in Hauskreisen. Und dann haben wir das, was ich in Neustadt gemacht hatte, die Lesebühne, die anderen Sachen, haben wir dann in Wohnung weitergemacht. Parallel dazu habe ich natürlich geguckt, ob ich eine andere Stelle kriege. Ich wusste ja, wenn ich in den Nass komme, dann wird es ganz schwierig. Und dann bin ich von Ilmenau bis nach Rostock, überall quer durch die Republik. Und niemand wollte mich nehmen. So, dann war die Zeit rum, der 28. Februar 1983, und ich war arbeitslos. Und die Stasi notiert, Ziel erreicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann wir zuschlagen. Und es passierte dann ja auch,
Und 3 Monate später bin ich dann verhaftet worden am 23. Juni 1983 und wurde hier im Roten Ochsen in die Stasi-Untersuchungshaftanstalt verlegt. Sie haben ja eine ganze Menge Post gekriegt, die man Ihnen nicht gegeben hat, habe ich gelesen. Ja. Tolle Sachen. Ja. Tägliche Postkarten. Ja, mit Gedichten. Und nichts, nicht ein Brief von irgendeinem kirchlichen Doch, Würdenträger? Vom, oder? Vom Superintendent Hartmann. Von dem habe ich einen Brief bekommen, zu meinem Geburtstag. Ich saß am 2. September 1983 im Gefängnis, hatte Geburtstag an den Tag, bin 31 Jahre alt geworden. Ja. Und da hat er mir einen Brief geschrieben. Wer hat ihm gegenüber im Gefängnis zuerst erwähnt, ob sie nicht einen Ausreiseantrag stellen wollen? Es war ja das Hauptziel von Schnur. Das war das, was er mit der Stasi, mit der höchsten Ebene abgestimmt hat. Das war ja sein Auftrag, mich dazu zu bringen, einen Antrag auf Ausbürgerung aus der DDR zu stellen. Und dazu hat er sich natürlich bedient, aller möglichen Gemeinheiten. Zum Beispiel ist er in Kreise gekommen, in Halle, was Ausreisekreise waren, die teilweise seit 5 und 6 Jahren warteten. Und hat deutlich gemacht, wenn der Rocher nicht in den Westen geht, kommt ihr alle nicht in den Westen. Es wurde den Leuten, die schon anderthalb, zwei Jahre im Gefängnis saßen, der Friedemann und der Gunter Beine, wurde gesagt, wenn der Rocher nicht geht, kommt ihr nicht aus dem Knast. Also das Gift der Stasi wirkt bis heute nach. Das ist so schlimm, dass bis heute diese Halbwahrheiten, diese Lügen bei bestimmten Leuten bis heute sind, wo ich mich mit Leuten entzweit habe. Das war das, was er geschafft hat. Die Stasi war sehr geschickt. Also die Stasi war, nur leider hat es meine Kirche nicht gemerkt. Die sind im besten Sinne vorgeführt worden. Sie hatten keine Definitionshoheit. Die Kirche hatte dem Staat gestattet, bis hin in Sprache hinein die Dinge zu steuern. Oder hat zumindest nicht widersprochen. Was ist eine religiöse Veranstaltung? Nicht die Kirche, sondern der Staat bestimmte. Nach dem Motto, na, das ist doch nicht die Aufgabe der Kirche, was der Rohr macht. Ich habe aber gesagt, ihr seid Seelsorger. Für die Menschen, die leiden unter dieser Diktatur, dafür seid ihr als Seelsorger da. Und da gibt es nichts, wenn es die Seelen dieser, ach, meiner geringsten Brüder verletzt, dass ihr dort nicht euer Protest benennt. So habe ich argumentiert und habe das gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Natürlich habt ihr hier nicht eine Oppositionspartei als Kirche, aber ihr habt einen Seelsorgeauftrag und der ist aus der Botschaft Jesu, so habe ich es verstanden, die Botschaft Jesu, sehr, sehr klar. Und als Sie im Gefängnis waren, da waren Sie ja ein Geknechteter. Da war ich ja ein Geknechteter. Es waren ganz, ganz schwierige Zeiten am Anfang. Die ersten Wochen sind ja im Gefängnis am schlimmsten. Man muss ja erst irgendwo klarkommen. Man ist kein Subjekt mehr, sondern man ist eine Nummer, ein Objekt des Handelns. Ab jetzt, mit dem Tag der Inhaftierung, war ich 56,2. Damit muss man klarkommen. Und ich hatte den großen Vorteil von Anfang an im Gefängnis, dass ich zwar meine Kirche verloren hatte, aber nicht meinen christlichen Glauben. Und ich kannte solche Menschen wie Dietrich Bonhoeffer. Ja, und ich kannte natürlich auch die großen Märtyrer der Geschichte. Das hat mich irgendwo so halbwegs am Leben gehalten. Hat mir irgendwo Mut gegeben, auch nächsten Tag wieder dem Stasi-Offizier gegenüber zu treten. Und ihn anzuschauen. Und ihn in die Augen zu schauen. Und zu fragen, ob er denn überzeugt ist, dass das menschlich ist, was hier passiert. Und ihn zu fragen, ob er denn das verantworten kann für den Rest seines Lebens, was er hier tut. Und da waren Sie im Roten Ochsen zur Untersuchungshaft? Ja, dann bin ich nach Cottbus verlegt worden, in die Strafvollzugsanstalt Cottbus. Von Cottbus dann auf den Kassberg nach Chemnitz, Karl-Marx-Stadt. Und von dort dann auf Transport im Westen. Und Sie wollten ja eigentlich nicht ausreisen? Ich wollte nicht nach dem Westen. Ich habe aber dann erklärt, in der Gefängnismauer gibt es keine freie Entscheidung. Ich kriegte keinen Besuch und nichts mehr. Der Einzige, der noch da war, war Schnur. Und der war ausschließlich nur da, um mich zu überzeugen. Lothar, denke daran, was du den anderen Menschen antust.
Also der Anwalt kam unter Druck Genau, gemacht. es gibt ungefähr 400 Seiten Berichte, wo ausschließlich immer wieder das Ziel war, mit bei jedem Sprecher den Rochau dazu zu bringen. Das war damals jenseits meines Vermögens, dass dieser Mensch, der als jahrelang bei der Kirche, in der Bundessynode und so weiter und so fort ist, dass der so ein hochkarätiger EM sei. Im Westen, wie ich ankam, wurde ein weiterer Vorgang angelegt, OV-Aktion. Im Westen. Das ging im Westen dann ja weiter, die ganze Sache. Sie kamen dann Anfang 1984 in den Westen. Ende 83. Hatte einen Brieffreund in Darmstadt, darum bin ich nach Darmstadt gekommen. Sie sind zuerst wahrscheinlich zur Kirchenleitung gegangen. Ich bin zur Kirchenleitung gegangen und habe gesagt, hier bin ich, ihr wisst ja Bescheid, ging ja auch durch die Presse dann. Sie haben Unterlagen angefordert, dann kam diese Beurteilung, die nicht sehr positiv war für mich. Aber woher kam die? Die kam von formal vom Superintendent, hallischen Kirchenchef, war natürlich abgestimmt mit der Kirchenleitung in Magdeburg. Ja. Und zumal Hammer in allen Dingen auch als Personalchef dann drin war. Er war ja Personalchef. Sozusagen Ihr eigentlicher Chef sitzt in Halle und stimmt es aber ab mit der Kirchenleitung. So ist es. Und in der Kirchenleitung sitzt ein Offizier des besonderen Einsatzes des Ministeriums für Stadtsicherheit. Korrekt. Gleichzeitig Kirchenjurist und Personalchef. Der Inhalt der Beurteilung, wie erklären Sie sich das? Ich kann es mir nur so erklären, dass dieser Offizier im besonderen Einsatz des Ministeriums für Stadtsicherheit, dieser Dr. Detlef Hammer, dies in einer gewissen Art und Weise forciert hat. Also ich finde es unfassbar, oder? Ja. Weil es hat die ja nichts gekostet, Nein. würde man denken. Nein, aber wie gesagt, die dachten, da geht zum Arbeitsamt und kriegt Arbeitslosengeld. Das kriegte ich dann ja auch. Und für mich war das Schlimmste, was gab. Und ich wollte ja mit allen Mitteln arbeiten. War das so der Tiefpunkt, die Zeit? Das war der Tiefpunkt. Das war für mich der Tiefpunkt. Ich wollte nicht in dieses Land. Das war nicht mein Land. Ich hatte keine Arbeit. Ich hing beim Arbeitsamt. Und dann hatte ich natürlich angefangen, mich politisch zu betätigen. Und in der Zeit fällt dann natürlich der nächste Bespitzelung. Du hast ganz kurz das noch setzen lassen mit dieser Beurteilung und so. Wussten Sie, dass die Beurteilung, also kannten Sie die schlechte Nein. Beurteilung nicht? Nein, die kann ich nicht. Die habe ich bei meinen eigenen Recherchen 2018, nach über 35 Jahren, selbst in meinen Kirchenakten gefunden, wo ich im kirchlichen Archiv in Magdeburg war. Also ich erinnere mich aus dem Buch, da stand drin, dass Sie nicht verantwortungsvoll ja, umgegangen genau. sind. Genau, das war der Kernsatz, verantwortungslos gegenüber jungen Leuten, also sinngemäß. Das ist natürlich. Und wer dann sich bemüht um einen Job als Jugenddiakon, das ist natürlich klar. Hatten Sie in dem Moment irgendeine Ahnung, wo das herkommt? Sie sitzen im Westen, keiner in der Kirche stellt Sie an, oder? Nein, keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir waren völlig mittellos, wir waren ohne irgendetwas. Ich wollte dann einfach auch irgendwo was machen. Das war, zumal ich dieses Land, diesen Westen, nicht gemocht habe damals. Allein dieses Konsumverhalten fand ich pathologisch. Natürlich beschäftigte mich die ganze DDR. Natürlich bin ich nach West-Berlin gefahren zu Roland Jahn oder Jürgen Fuchs und habe mich getroffen mit Leuten aus der Opposition und habe versucht, in Darmstadt und Frankfurt dann mit Leuten zusammen Kreise aufzubauen zur Unterstützung der Leute im Osten. Alles das war okay. Aber dieses Nicht-Ankommen, das zog sich einfach ziemlich lange hin. Am 12. November waren Sie wieder da. Ja. Genau. Bin dann wieder DDR-Bürger geworden. Bisschen verrückt. Bin ja ausgebürgert worden 1983 mit Ausbürgerungsurkunde und bin mit Einbürgerungsurkunde im März 1990 wieder DDR-Bürger geworden. Hintergrund war, ich kandidierte damals für Stadtparlament in Halle und da musste man DDR-Bürger sein, sonst hätte man nicht kandidieren dürfen. Und Sie haben sich darum bemüht, wieder bei der Kirche zu arbeiten. Und habe mich erneut bemüht bei der Kirche. Ich habe gesagt, egal was. Ich will. Ja, und dann war es schwierig. Dann habe ich mich mit dem Bischof Christoph Demke getroffen. Der erklärte mir, wie schwierig jetzt alles ist für die Kirche. Ja, alles neu aufbrochen, man weiß selber noch nicht, ob das wie das mit der EKD und so weiter wird. Ja. Also mit der gesamtdeutschen Kirche. Ja. Das war ja alles diese Übergangszeit, war ja Anfang 90. Ja. Ja. Ja, und dass die Geldsituation und man keine Stellen, ganz schwierig. Und ich sollte doch bitte
in den Kirchenkreis gehen. Schrieb dann Hammer. Also Sie haben mit dem Bischof gesprochen? Genau, und der verwies die Sache an Hammer als Personaldezernent. An seinen Personalchef, der aber genau. Stasi-Typ war. Ja. Und der erklärt, ich möchte doch bitte zum Kirchenkreis gehen. Also zu denen, die... mich damals entlassen hat formal, meinen evangelischen Kirchenkreis hier in Halle. Da würde man ja von außen aber auch denken, das wäre die Chance für die gewesen, zu sagen, genau. Mensch... das wäre was. Jetzt können wir es wieder gut machen. Genau, und vor allen Dingen, wir brauchen Leute, die auch Westerfahrung mit haben. Ja, stimmt. So, und das war ja auch mein Satz, wo ich gesagt habe, Leute, setzt mich ein, wo ich will erstmal bei der Kirche wieder. Ich bin Kirchenmensch, ich will bei der Kirche. 6 Jahre waren kein langer Zeitraum oder knapp 6 Jahre. Meine Geschichte war noch sehr, sehr präsent. Und man wusste, dass der Rocher kein ganz einfacher Kollege werden wird. Mhm. Vielleicht war das ein Grund. Aber formal wurde mir mitgeteilt, dass man ganz große Schwierigkeiten im Moment hätte. Man weiß nicht, wie die Neustrukturierung der Kirche aussieht. Man hätte kein Geld für neue Stellen und so weiter und so fort. Ja, dann habe ich beim neuen Forum mitgearbeitet, habe Wahlkampf gemacht und andere Sachen. Es war ja dann März der Wahlkampf. Ja, irgendwann musste ich aber wieder Geld verdienen. Habe von dem Geld gelebt, was ich im Westen gespart hatte. Und dann habe ich mich beworben über eine Personalauswahlkommission hier bei der Stadthalle. Als Jugendamtsleiter und bin dann über die Personalauswahlkommission berufen worden für diese Funktion. Da waren dann Ihre Kompetenzen auch anerkannt und gewollt? Ja, ich habe einen ersten Streetwork-Bereich aufgebaut, wo wir mit rechtsorientierten Jugendlichen gearbeitet haben. Spannend. Und dann haben Sie sich aber die ganze Zeit auch angefangen, darum zu kämpfen, dass die Kirche... Genau, von Anfang an die Aufarbeitung mit meiner Kirche. Die sah so aus, dass Sie Briefe geschrieben haben auch? Die sah so aus, dass die Kirchenleitung jemand beauftragt hat, die Konflikte um den Jugenddiakon Lothar Rocher und seinen Dienst in Halle Neustadt aus Sicht der Kirchenleitung der Kirchenprovinz Sachsen sich aufzuarbeiten. Zuvor gegangen war 5 Seiten im Kölner Express. Ja, und dann ist nach 1,5 Jahren ein Büchlein dazu rausgekommen, es hat einige Gespräche stattgefunden und man hat die Sache, so habe ich es empfunden, als erledigt betrachtet. Ach, den gab es in Halle, den Kölner Express? Genau, den gab es hier in Halle. Also Sie hatten mir erzählt, es hat noch einen ganz schönen, besonderen Hintergrund, wie es zu der Serie kam. Ja, das war ein junger Mann, der bei mir in der Kirchenarbeit eine gewisse Zeit lang war. Und der ist später dann Journalist beim Kölner Express geworden. Und der fragte mich natürlich, ob ich was dagegen hätte. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben die ganzen Dokumente, die mir damals zur Verfügung standen, gesichtet. Und da ist diese 5-teilige Serie entstanden. Mhm. Ja. Gab es da auf der menschlichen Ebene noch irgendwas so wie Nein. Tut mir leid oder irgendwas? Nein, das gab es damals nichts. Nicht. Hatte überhaupt keiner auf dieser menschlichen Ebene. Ja. Und selbst wo das Buch dann erschienen ist, dann ging es genau in die andere. Naja, Lothar, du warst ja nicht ganz einfach. Wer hat das gesagt? Kirchenleute. Mhm. Ja. Oder Herr Rochau, erinnern Sie sich doch bitte mal dran. Sie hätten doch das politisch nicht machen müssen und so. Und dann waren Sie Jugendamtsleiter? Ich wollte eigentlich nicht in die Verwaltung. Ich wollte auf der Straße, ich wollte praktische Dinge tun mehr. Aber letztlich war ich ein Amtsleiter, ich war verwaltungsmäßig eingebunden. Mhm. Also Sie sagten ja, letztlich haben Sie 40 Jahre gekämpft. Ja. Für die Anerkennung des Unrechts auch seitens der Kirche. Ich wollte klares und deutliches Bekenntnis, dass die Kirche Schuld auf sich geladen hat. Mhm. Ich wollte ein klares Bekenntnis, dass sie nicht nur der Hort der friedlichen Revolution waren, sondern auch an der Stelle eine Institution, die von großer Mutlosigkeit und von Feigheit und Verrat gekennzeichnet war. Nicht nur, sie war immer beides. Und das war mein Kampf über 40 Jahre. Wissen Sie, wie viele Leute mir gesagt haben? Lothar, lass das stecken. Kennst doch die Kirche. Die hat 2000 Jahre überlebt, die überlebt dich auch. Und ich sagte, nein, ich will ein Schuldbekenntnis. Ich will Klarheit an der Stelle. Nicht für mich alleine, sondern in erster Linie für die vielen Menschen, denen es heute nicht so gut geht wie mir. Und dann gab es 2017... ein Wort zum Bußtag. In dem die evangelische Kirche
Mitteldeutschland, also Ja, die EKM, ehemals Sachsen-Anhalt, also Kirchenprovinz hier und ein Stückchen Thüringen. die sich zu ihrer Schuld in der SED-Diktatur bekannt haben. Richtig. Hat dieses Schuldbekenntnis das getroffen, was sie sich erhofft haben? Nein, hat es nicht getroffen. Sie müssen ja immer davon ausgehen, die Zahlen schwanken zwischen 1 bis 2% der Pfarrer und kirchlichen Mitarbeiter waren IMs, Stasi-Leute. Und Sie müssen sich ja immer vorstellen, dass es ja kaum Konsequenzen für Leute gab. Und dann hat man eine entsprechende Aufarbeitungskommission berufen. Dann hatte ich mich dorthin gewandt. Dann ging es lange um das Stichwort Entschädigung. Und dann hatte ich meine Forderung, nämlich erstens, dass die Kirche zu ihren Fehlern steht, die sie damals gemacht hat, die Übernahme der Sprachregelung des Staates, dann die Staatsmacht hat die Gesprächsführung und deren Inhalte in meinem Fall wesentlich mitbestimmt, dann die verhafteten Freunde wurden als Druckmittel in meinem Fall eingesetzt, dann der Jugenddiakon wird als Gefahr für junge Menschen dargestellt. Und die Kirchenleitung in Magdeburg überlässt die Entscheidung dem Kreiskirchenrat und steht nicht als Leitungsebene dahinter. Ich möchte, dass die damalige Entlassung aus dem Kirchendienst als Verletzung der Fürsorgepflicht angesehen wird und zurückgenommen wird. Ich möchte das formale Anerkennen meines kirchlichen Fernstudiums und für meine kirchliche Zusatzversicherung, die mir nicht anerkannt worden ist aufgrund der Jahre, möchte ich eine Kompensation, dass die geprüft wird. Ja, das waren meine Forderungen. Und dann ging es in eine Verhandlung hinein und haben dann eine Vereinbarung getroffen. Und damit hatten wir endlich die Einigung. Aber entscheidend für mich war, parallel zu dieser neunseitigen Vereinbarung schrieb mir der aktuelle Bischof, wir sind schuldig geworden. Und das war mir ganz wichtig. Sie haben ja Geld bekommen als Ausgleich für die Betriebsrente, die Ihnen entgangen ist. Ja. Was Sie bekommen haben, ist ein Klacks, Ja. verglichen mit dem, was Sie an Zusatzversicherung bekommen hätten. Ein Aspekt noch ist, dass es eine Lothar-Rochau-Stiftung gibt. Richtig. Und die Hälfte Ihrer Entschädigung Ja. ist dahingegangen. Ich habe einmal 25.000 von der Kreiskirche als Entschädigung mit, als Wiedergutmachung. Und diese ganzen 25.000 sind damals dorthin gegangen. Und die zweiten 25.000 sind jetzt für die Zusatzversicherungsgeschichte. Die Stiftung Ja. macht was? Ja, die arbeitet im Süden von Tansania, wo wir für behinderte Kinder dort versuchen, ein Stückchen das Leben besser zu machen. Also Sie sind eine Geschichte über Ja. Resilienz auch für andere, so würde ich Ja. sagen. Wie gesagt, das sind so verschiedene Punkte. Meine tolle, tolle, starke Mutter. Ja, dann natürlich dieser Sport. Ich habe ja schon als Kind relativ, ich war erst mal Ringer. Bevor ich Leichtathlet wurde, war ich Ringer. Und da hat sich das dann immer so weitergezogen. Und ich erlebe so, so irre tolle Sachen. Gestern, müssen Sie sich vorstellen, ich laufe Halbmarathon durch die Heide, das hier ist ein Waldgrundstück in Halle. Mit einmal spricht mich dieser Mann an. Ja, Lothar, ich war bei dir in der offenen Arbeit und wir haben damals tolle Sachen gemacht. Wir haben 2024, Ja. Sie laufen beim Marathon und jemand quatscht Sie an, der in der offenen Arbeit Nee, der war. in der offenen Arbeit war. Toll. Und Sie sagen, ich muss jetzt weiterlaufen, ich will Nee, wieder nee, ich gewinnen. habe mich kurz unterhalten. Ich sage, wann warst du denn da? Und so war so ein paar Sätze. Ich sage, ich habe ja auch ein relatives Tempo und beim gewissen Tempo können Sie nicht mehr sprechen. Und ich wollte auch eine einigermaßen gute Zeit laufen. Ja, ich bin noch ein bisschen ehrgeizig, doch ich wollte auch gewinnen. Ja, das Ja. ist Ihnen gelungen. Was? Das ist Ihnen gelungen. Nur das Credo der alten offenen Arbeit in der ehemaligen DDR. Mischt euch ein, lasst euch nichts vormachen, hilft dir bei der Aufarbeitung. Dies war Folge 4 von Entschädigt, einem Podcast des Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. In den Shownotes findet ihr Informationen zu dem Gremium, das Lothar Rochau schließlich entschädigt hat, dem Anerkennungsausschuss der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland. Lothar Rochau erwähnt verschiedene Personen, zu denen ihr in den Links mehr nachlesen könnt. Zum Beispiel zur Sängerin Bettina Wegner, die in der DDR verboten wurde,
dem Pfarrer Oskar Brüsewitz, der sich aus politischem Protest selbst verbrannte, über die staatsnahe christliche Friedenskonferenz in der DDR sowie ein Aufsatz über die offene Jugendarbeit und ihren Gründer Walter Schilling, der das Vorbild von Lothar Rochau war. Wie immer freue ich mich, wenn ihr die Folge kommentiert und teilt.